Da bin ich wieder, an einem meiner Lieblingsorte in Nürnberg. Zünd eine Gebetskerze an, an einem Gebet, das schon brennt. Kennen Sie eigentlich so eine Situation im Gebirge? Sie sind beim Wandern, gehen an einem Bach entlang, immer weiter talaufwärts. Und irgendwann wird es immer enger auf Ihrer Seite und eigentlich müsste man auf die andere Seite rüberkommen, aber weit und breit keine Brücke. Dann ist es richtig gut, wenn man so zwei, drei Steine im Wasser findet, über die man so hinüberspringen kann. Sprungsteine. Sprungsteine über reißendes Wasser, Sprungsteine über einen Abgrund. Ich habe neulich entdeckt, dass manche Psalmen so aufgebaut sind. Da wird das ganze Leben mit allen Brutalitäten, mit allen Härten, mit allen Emotionen, auch den Negativen, zu Wort gebracht. Und zwischendrin sind so einzelne Verse, die bieten so eine Art Sprungstein. Die sprechen davon, dass, worauf kann ich mich verlassen, worauf kann ich setzen, worauf kann ich meinen Fuß setzen, zum Beispiel, wenn es um Springen geht, über den nächsten persönlichen Abgrund. Der Psalm 27, den habe ich heute Morgen gelesen, das ist auch so einer, der genauso funktioniert. Das geht los, manche, die die Psalmen auswendig können, erkennen den auch gleich wieder. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte mich fürchten? Das wäre sozusagen das Absprungufer. Und dann kommt schon die erste Phase, wo von Widersachern, von inneren Mächten oder auch von Fremden, von Menschen, die mir im Weg stehen, die mich angreifen, die mich mobben oder die einfach unfreundlich sind zu mir oder schlimmere Dinge, der erste Abgrund. Und dann kommt wieder so ein Satz, eines bitte ich vom Herrn, dass ich bleiben kann im Hause des Herrn immer da, mein Leben lang, und dass ich sehen könnte die wunderbaren Gottesdienste im Hause des Herrn. Der Luther hat das übersetzt mit Gottesdienst. Wenn man genau hinschaut, im Hebräischen steht da nochmal was anderes. Dass ich sehen könnte, die Freundlichkeiten Gottes. Was heißt das? Die alten Israeliten, die haben daran sich erinnert, an die großen Heilstaten, die von ihrem Gott, von unserem Gott berichtet werden. Der Zug durchs Rote Meer, die Befreiung aus der Sklaverei, die Segensworte an die Patriarchen, das Überleben, die reiche Fülle. Jetzt, wenn die Glocken hier in Seewald anfangen zu klingen, überlege ich mir gerade, was sind denn meine, die Freundlichkeiten in meinem Leben? Die Freundlichkeiten Gottes, seine Dienste an mir, Gottes Dienst an mir. Wenn ich hier in die Flammen schaue, fällt mir eine ganze Menge ein. Mehr als ich gedacht habe. Und solche Momente als Sprungstein zu nehmen, um auch über schwierige Zeiten drüber wegzukommen. Dazu ermuntert mich dieser Psalm, der dann am Schluss heißt, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Und der Priester damals und unser Bibeltext heute ruft uns zu, harre auf Gott. Sei getrost und unverzagt und harre auf Gott. Sprungsteine gibt's, such sie und dann kommst du über die Abgründe hinweg. Ich zünd noch eine Kerze an für Sie. Und bete. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne Sie und behüte Sie.
Er lasse sein Angesicht leuchten über ihnen und sei ihnen gnädig. Er hebe sein Angesicht auf sie und gebe ihnen Frieden. Amen.